Top-Familie, ey. Das. Also durch den Zaun komme ich nicht durch. My ninja sense tingling. Geh weg. Scheiße. Muss ich an den Gleisen hochgehen? Ah nee, das geht ja auch nicht. Da müsste ich die ganzen Abkürzungen laufen. Ohne Schnellreisen ist das Leben doof in South Park. Und grüße Maxwell im Chat. Am Spielplatz, du Trottel. Ja, ich bin unterwegs, das wissen wir alles schon. Jetzt bist du Zuhälter von Cartmans Mom. Das ist auch ein Job, also irgendjemand muss es ja machen. Sonst ist die Frau ja außer Rand und Band. Der Typ ist neu. Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Er hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er verlangt, stellt er schreckliche Dinge mit meiner Veranda an. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Es tut ja, aber mir die leid. Allen. Er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Wir haben eben die Veranda gereinigt. Ich musste gehorchen. Jetzt mach das Selfie mit mir. Vor allem, die haben alle ein T-Shirt an von Mitch Conner, also nutzt er meine soziale Reichweite, um berühmt zu werden. Tut mir leid, jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Und so wird er nämlich Bürgermeister. Er hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er verlangt, stellt er schreckliche Dinge mit meiner Veranda an. Neues, ich hab ihn. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Ihr habt sie gehört, Freedom Pals. Los zum Gemeindezentrum! Was, der Imperator hat gegrüßt? Es war ein Moment der Schwäche, lieber Chat bei Twitch. Versuch mich zu bessern. Darf ich jetzt wieder Schnellreise benutzen? Ich überlege gerade, kann ich das Tor vielleicht von der anderen Seite aufmachen? South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Oh, bin ich ein Idiot, ey. Ich hätte nur einmal andersrum laufen müssen. Sehr schön. Auf zum Gemeindezentrum. Schnellste in der Stadt. Fantastisch. Gut. Wir sehen uns. Da, meine Kollegen, die Freedom Pals. Egal, wir haben keine Zeit. Schnappen wir uns diesen fetten Scheißhaufen. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott, seht mal. Sieh an, die Freedom Pals und ihr neuester Rekrut. Was hast du mit Wunderarschs Eltern gemacht, Fettarsch? Noch nichts. Aber wenn ich erstmal mit euch fertig bin, wer weiß, was dann. Du treibst es so weit. Wir machen dem ein Ende. Das Einzige, das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Wir wollen nicht kämpfen, Cartman. Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen. Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower vom Neuen. Auch mit ihrer Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wichser. Okay, Cartman. Sollen wir Mitch Conner für dich umlegen? Wir machen das Arschloch kalt. Wir können Mitch Conner aufhalten, Jungs, aber trefft nicht mich. Sorry, dass deine Eltern entführt wurden. Als Entführungsopfer kann ich das total verstehen.
Mein Gott, 2400. Scheiße, ich hab gedacht, du hältst zu mir. Sogar der Neue lässt dich im Stich, Kuhn. Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand. Nicht, wenn ich vorher deinen Willen breche, Mysterion. Keine Gnade. Schieb den mal zu uns rein. Egal, deine ehemaligen Kameraden dir gegenüber sind. Du bist doch arschig zu ihnen. Tupperdose hält alles frisch. Der Kuhn. Au, Mitch Connor ist da drüben. Ich hab... So, noch ein Arsch. Wunder Twins aktiviert! Macht den weißen Schaden mit der Pflanze. Au, dein muskelbepackter Körper ist der perfekte Schutzschild, Kuhn. Ich bin für meine Superstärke bekannt, Wichser. Und schön ist übrigens, dass wenn ich den weiteren Arsch beschwöre, gleichzeitig die Runde übersprungen wird vom Gegner. Wunderarsch, Saftsack, Neuer, ich schwöre, ich bin hier nur die unschuldige Geisel. Wir haben deinen Scheiß satt, Mann. Ich leg dich auf Eis. Ach, das war ich, kein Friendly Fire. Es ist soweit. Ich dachte eigentlich, seine Hand wäre vielleicht wirklich abgetrennt worden. Und dadurch lebt das Vieh halt alleine ohne ihn. Deine Kuhnfreunde wirken irgendwie nicht mehr so freundlich. Halt's Maul, Connor. Recht bewahren, unschuldige Schützen. Hier rüber! Das ist bis jetzt alles viel zu einfach. Ich gehöre hier nicht dazu. Irgendwas stimmt hier nicht. Wer will verstümmelt werden? Und Frostbollen. Da! Wie macht er das? Das gibt einen Stromschlag. Du dreckiger Bescheißer! Ich heb die Ultima auf. Geil! Wow, Leute, ihr habt Mitch Connor besiegt. Schwere Hand der Täuschung. Wo sind Wunderarschs Eltern? Das erfahrt ihr nie. Nein, Connor! Scheiße, er ist weg. Kommt, schaffen wir das fette Stück Scheiße zur Basis. Wen meinst du, Jungenkeit? Cartman wird nur auspacken, wenn wir ihn foltern. Manchmal ist Folter die einzige Lösung. Ihr wollt mich foltern? Warum? Alle Mann zur Freedom Pass Basis. Den Wichser quetschen wir aus. Was labert ihr? Ich bin's. Der Kuhn. Was? Es fehlt, also es sind, gibt ja noch Orte, wo wir noch gar nicht waren. Also Kanada, ich weiß nicht, ob du Kanada dieses Mal hinkommst oder ob wirklich nur die Mauer da ist. Und da links oben ist ja Mephistos Genlabor noch. Und da sind ja früher die Bindehautentzündung-Zombies entstanden, wenn ich mich recht entsinne. Und sie hätten es nicht eingebaut, wenn da nicht noch irgendwas passieren würde. Ziehen wir das durch? Bitte schön. Neuer, du musst uns helfen, den Kuhn in der Basis der Freedom Pals zu foltern. Ich soll ihm wahrscheinlich ins Gesicht furzen. Was ist los mit euch? Ich bin nicht der Feind! Du wirst reden, Cartman! Du musst Cartman zum Reden bringen! Was willst du damit machen?
Ihr verschwendet eure Zeit. Folter bringt nichts beim Kuhn, erinnert ihr euch? Ich sollte also beim Essen zuschauen? Ich hab keine Angst. Oh, das ist so schwach. Ja. Seht ihr? Macht mir gar nichts. Brokkoli hat unverdient einen schlechten Ruf, finde ich. Ach, scheiße. Nein, kein Problem. Ich pfeife mir diese Fürze rein. Jam, jam, jam. Spargel, das wird ganz schön übel riechen. Ah, nein, nein, nein. Nö, macht mir gar nichts aus. Noch ein. Oh Mann, das war's dann wohl, hä? Kommt jemand an die Knoten ran? Komm, oh mein Gott, der hat doch mein Essen gekotzt. Meine Kotze essen. Oh, das ist echt ekelhaft, Leute. Ihr könnt gleich aufgeben. Die sind... Wartet, Leute. Oh Gott, oh, die Katzen. Was für Katzen? Ja, genau. Connor, die Fürze haben was bei mir gezündet. Er will die Katzen irgendwie stärker machen. Ja, ja, genau. Er will die Katzen irgendwie genetisch verändern. Das geht nur. Dr. Mephisto. Ja, das muss es sein. Wie ich gesagt habe. Scheiße gelaufen, Wunderarsch. Mitch Connor ist so ein Schwanz. Wuhu! Sehr schön. Wuhu! Ausgezeichnet. Freut mich, dass du zu uns gestoßen bist. Wuhu! Wuhu! Ich hab kein... Ich hab Kleid nicht als Follower. Mach ein paar Filter drauf, da sehen wir cooler aus. Ich glaube, das mit den Krebsen ist noch nicht vorbei. Denkst du? Wuhu! Wuhu! Spitzenklasse! Wir retten deine Eltern. Wir müssen sie retten. Eric fucking Cartman! Ich habe noch nie einen Jungen mit so weicher Haut gesehen. Was ist dein Geheimnis? Was geht, Freedom Pal? Ziemlich beeindruckende Anlage hier. Okay, du hast uns... Ich habe auch schon gemeine Sachen getan, aber Mitch Connor scheint echt eine fiese Socke zu sein. Tja, auf zum Genlabor. Wohin des Wegs? Läuft gut, Wunderarsch. Bitteschön. Dankeschön. Mhm, die nächste Stufe bei Rang 19 vom Crafting. Ja, ich habe noch einen 95er Gegenstand bekommen, das ist richtig. Plus 4 bleibt aber bei 105 Macht pro Gegenstand. Ich glaube, nur der Bonus verbessert sich etwas. So, wir hatten neue DNS-Stränge bekommen. Eine Kreuzung von Menschen und äußeren
Göttern hat auch seine Vorteile, wenn sich der genetische Code von Shub-Niggurath mit deinem verbindet, richtest du mehr Schaden an und kannst mehr einstecken. Eigentlich nicht so. Man richtet halt mehr Schaden bei allem an. 25% Hirn und Muskeln. Aber was mit den Babys ist halt wirklich am besten, um den maximalen Schaden aus meinen Fähigkeiten rauszuholen. Ach, wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Oh, Krebsmenschen. Gib die Schuld an den Netzbetreiber, nicht den Krebsmenschen! Willkommen zu deinem ersten Tag mit dem Mobile Kit! Krebsmenschen, Krebsmenschen. Wunderarsch, hä? Warum nicht? Weiter so! Wie Krebsschrecken! Wie Menschen töten! Du siehst nicht gut aus. Oh Mann, bin ich dran? Dir blitz ich einen! Sepp sie weg! Ja, das schaffen wir, Leute! Name und die Mobile-Nummer bitte! Kacke, Freedom Pearl außer Gefecht! Nur mein Klon. Bleib hier, Kunde! Ein Rabatt für dich! Noch einer erledigt! Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden! Angriff aus dem Hinterhalt! Ich brauche einen Kaffee! Angriffsmanöver eingeleitet! Ach so, der ist ein Feld unter uns. Oh Scheiße, bin ich dran? Warum tut keiner was? Nein, du bist nicht dran. Ich guck grad noch, wie ich die besser positionieren könnte. Aber den einen Krebsmensch krieg ich da nicht weg. Krebsmenschen, Krebsmenschen. Die Freedom Pearls werden siegen! Oh Gott, bin ich dran? Devil in Ice! Du. Los geht's! Feind am Boden! Sanktionen, aber mit Inklusion! Sehr schön. Stufe 11. Und es gibt sogar eine Stufe 12. Obwohl ich glaube, wir können ja keine weiteren Artefakt-Slots mehr freischalten. Also wird da nicht mehr viel passieren. Also durch die Stufenumstiege. Aufstiege. Ich lauf falsch. Oder? Ich garantiere dir unbegrenztes Volumen im D-Chat. Wir versklaven dich ein andermal, Kunde. Morgen zum Beispiel. Bleib hier! Diese D-Mobile-Angebote gelten nur für begrenzte Zeit!
Ich bin wirklich falsch gelaufen. Hier müssten wir lang.